Was halten Sie davon, dass die Silvesterknallerei für private Leute abgeschafft werden soll? Eine tolle Geschichte, finde ich. Also, wenn das die Behörden übernehmen, finde ich gut. Sie wollen Silvester nicht mehr knallen? Nö, ich habe ein kleines Kind, ich habe es bisher noch nie gemacht. Ich finde da keinen, ja, mir gefällt es nicht, selbst zu knallen. Finde ich nicht gut. Das gehört dazu, zu Silvester, finde ich. Muss nun nicht so doll sein. Also von Verboten halte ich grundsätzlich sehr wenig, aber so viel wie geknallt wird, ja, müsste schon eingeschränkt werden irgendwie. Kann ich jetzt nicht genau sagen, wie gesagt, verboten. Mit Verboten habe ich grundsätzlich so meine Schwierigkeiten, ja. Aber in dem Fall würde ich schon sagen, ist es durchaus angebracht, ja. Verbieten ist verboten, kennen Sie den? Weiß ich jetzt nicht, was Sie meinen, aber... Naja, also, dass Verbote ausgesprochen werden sollen, das hier hört sich nicht. Ist es so, das muss man vielleicht dazu sagen, wir leben in einer Welt, die derartig brutal geworden ist, ja, und das hat insbesondere auch mit den Staaten zu tun, die diese Brutalität vorantreiben, dass man sich nicht wundern muss, wenn das an anderer Stelle auch seinen Ausdruck findet. Darüber muss man im gleichen Atem zu sprechen, wenn man das verbietet. Ja, also wir haben so viele Kriege rundherum. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute das auch leben in einem Moment, wo es aus meiner Sicht überhaupt nicht angebracht ist. Aber das ist für mich untrennbar miteinander verbunden. Verstehen Sie? Was halten Sie davon, dass die Silvesterknallerei und Böllerei verboten werden soll? Ich bin selber betroffen dadurch, dass ich Hunde habe, die extrem darunter leiden. Selbstverständlich finde ich es toll, aber gar nicht mal nur aus der Perspektive der Hundebesitzer oder weil es Rücksicht auf zum Beispiel auf die wilde Tierwelt in Berlin, weil diese ganzen Tiere leiden auch extrem, sondern auch ich, aber auch Freunde in meinem Freundeskreis sagen, 1, 2, 3 Tage nach der Silvesterböllerei haben sie richtig Probleme zu atmen. Das heißt, es ist eine enorme Zumutung, sowohl für Mensch als auch für Tier. Also ich halte es für selbstverständlich für großartig, wenn das durchsetzbar ist. Also ich finde es nicht so gut. Ich finde, unsere Traditionen sollten auch erhalten bleiben. Natürlich in Maßen. Es muss nicht übertrieben werden. Einschränken, da wo Altstadt ist oder wo irgendwas ist, wo Altenheim vielleicht auch, dass man das dann reduziert oder eben ganz verbietet. Naja, es gibt ja diese Verbote, der Alex darf ja schon nicht beböllert werden hier jetzt und das finden Sie in Ordnung auch so? Völlig in Ordnung, ja. Also, ja, so partiell finde ich das auch in Ordnung, wo es einfach vielleicht gefährlich werden könnte. Nur ganz abschaffen würde ich es auch nicht. Weil ich finde, wir sollten unsere Traditionen einfach behalten. Und Sie? Dass hier auf so öffentlichen Plätzen nichts gemacht wird. Weil das hier in Braunschweig hatten wir letztes Jahr einen schlimmen Unfall oder zwei schlimme Unfälle und das, wenn keiner aufpasst, geht das nicht. Sie sind aus Braunschweig. Alle zusammen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz zauberhaften Tag hier heute. Viel Spaß, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und vielen Dank nochmal. Tschüss. Nein, das mit dem Fisch war da auch nicht.